So, und willkommen zurück im nächsten Part. Das müsste jetzt der 6. sein. Das mache ich nämlich später dann für mich. Ne, der 7. ist das. Damit ich nämlich beim Schneiden, ja, da ich das mit Shadowplay aufnehme, muss ich das immer so ein bisschen schneiden. Dass ich das mit, ja, dass ich beim Schneiden damit halt so ein bisschen zurechtkomme. Das ist für mich so als kleine Stütze. Ich habe ja hier eine Stoppuhr laufen, weiß ungefähr, wie lang die Parts gehen. Wir haben uns ja beim letzten Mal hier gut eingedeckt, was auch sehr notwendig ist. Okay, Feuerpfeile haben wir genug. Feuerbälle hätte ich auch gerne. So, ich würde mich gerne hier so ein bisschen umsehen. Einfach mal gucken, was wir hier noch nicht so gemacht haben. Wir sind ja mit Laris schon mal hier durchgegangen, haben relativ viel mitgenommen. Und ich glaube, beim Bauer Akil waren wir auch, aber haben wir da die Prügelei schon mitgemacht? Weil wenn du zum ersten Mal zum Akil gehst, gibt es da nämlich eine kleine Schlägerei. Und die versucht, der will da natürlich... Kann man da runter? Kann man da hoch? Auf jeden Fall, da unten gibt es ordentlich... Gucken, ob man das irgendwie... Ne, kann man jetzt nicht sehen. Da unten geht es weiter, aber da sind wir noch gar nicht bereit dazu. Deswegen... Halten wir uns das mal in der Stütze. Hier haben wir alles abgegrast. Ja, ja, die beiden sind ganz cool. Die kannst du so gegeneinander aufbringen. Dann kloppen die sich. Aber das möchte ich natürlich größtenteils vermeiden. Ich werde hier relativ lang im ersten Kapitel bleiben. Gut, die haben schon gemacht. Also hier war mir schon. Das bedeutet, ich werde mich langsam in die Wildnis rantasten. Ah, Pflanzen, juhu. Gehen wir mal in die First-Person-Modus und gucken mal, was hier so zu finden ist. Okay. Haben wir jemanden vergessen? Ich weiß es nicht, deswegen werde ich hier mal speichern. Es ist einfach gesund, oft zu speichern, weil das ist nämlich, hier gibt es keine Auto-Stats. Okay, hier waren wir noch nicht. Das haben wir schon leer gemacht, oder? Ja. Gut. Supi. Dann weiß ich nämlich, wo ich lang gehe. Hier gibt es nämlich auch ein bisschen was zu erforschen. Da hinten kann man nämlich hin. Aber das ist nicht ungefährlich. Ja, hier tötet dich alles. Okay, hier gibt es zwei Feldräuber. Noch ein paar Pflanzen. Gut, der hat mich hier nicht auf Aggro, deswegen farme ich erstmal hier die Pflanzen ab. Respawn gibt es auch nur pro Kapitel. Komm her. So, können wir noch nichts holen. Würde ich mir natürlich auch gerne anlernen, allerdings. Da sind schon mal zwei Feldräuber. Gut, den einen habe ich. Na komm. So, jetzt bin ich im Schlagrhythmus drin. Das ist ganz super. Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt so weit bin. Das, was ich erforschen will, ist nämlich relativ... Da gibt es schon Warane und die Warane geben deutlich mehr XP als die Feldräuber. Allerdings... Na komm! Ja. So. Jetzt noch ein paar Blutfliegen. Hier ist noch ein Feldräuber. Da sind noch ein paar Mole-Rats. Da
Ja, ein paar Schläge halten wir schon aus. Ja, komm. Na, du Ratte. Na, komm. Jo, da haben wir gut kritischen Schaden gemacht. Puh. Käse, Feuerkraut, Dietrich. So, da wollen wir mal hier in die Enderstatue gehen. Beten. Lebensenergie plus 2. Ja, geil. Cool, danke, Enos. Vielen, vielen Dank. Aber wieso nur... Achso, mehr haben wir ja nicht. Haha. Stimmt. Dann speichere ich hier nochmal ab. Ja, Lebensenergie plus 2 ist natürlich sehr geil. Ich habe mir einen Wecker gestellt, weil wir wollen heute Kanu fahren. Hier wollte ich hin. Allerdings kann hier das ein oder andere auch schnell mal nach hinten losgehen. Wie ich schon sagte, hier gibt es Warane. Und die kommen auf einen zu. Und das sind 3. Wenn alle 3 mich bemerken, habe ich ein Problem. So, ich ziehe schon mal die Waffe. So, jetzt brauchen wir hier so einen kleinen Rhythmus. Ja, das sieht schon wesentlich... Ja, 120. Das sieht natürlich schon brutal aus, aber ich bin eigentlich ganz froh. Haben wir irgendwas zum Heilen? Ja, warum nehmen wir keine Heilung? So, den einen haben wir besiegt. Ist natürlich klar am Anfang, wenn hier so ein Stoppelhop, wenn wir hier so ein Lulatsch sind, dann speichere ich natürlich ab, wo es nur geht. So, ich hätte natürlich den einen auch mit einem anderen Dingsbums-Akku ziehen können. Wollte ich aber nicht machen. Also mit so einem Feuerpfeil oder so. Dafür sind die eigentlich ganz gut geeignet. Alter, ist sehr schnell. Und die Wand locken. Das machen wir wie bei dem anderen. Gar nicht mal. Wir nutzen dieses Rückweichen von dem richtig aus. So. Kronstöckel behalten wir mal. Wer weiß, ob wir da vielleicht noch irgendwas mitmachen können. So, erstmal ein Bier reingepfiffen und dann wacholder, sieht der Tag schon ganz anders aus. Nüchtern Magen kämpft sich schlecht. Ein Brot, ein Stück Käse und ein Fisch. Lecker. Na, komm her. Ne, die Wurst behalten wir mal. Das ist unsere einzige. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen looten. Hier gibt's... Ja, hier scheint hier echt was los gewesen zu sein. Na, dann komm mal her. Ja, deine Freunde sind ja schon weg. Hoffe ich zumindest. So, die gleiche Taktik. Niemals aus dem Flow rauskommen, halten und feuerfrei. Da ist nichts. Supi. Hat uns aber echt viel gekostet. Ich glaube, da können wir uns wieder eine Heilung gönnen.
Und natürlich Speichern nicht vergessen. Schade, dass es keinen Shortcut dafür gibt. Das würde mir echt gefallen. So, tja, der Kamerad hier hat ja nicht so viel Glück gehabt. Armer Kerl oder arme Dame, je nachdem, aber ich glaube... Tja, schade, schade. Guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt, bevor es jetzt irgendwelche Überraschungen kommen, aber ich glaube, hier war nichts. Wie würde man hier in dem Spiel sagen, nichts zu holen. Gut. Ich glaube, da geht es noch weiter. Gespeichert haben wir. Wir haben größtenteils viel geholt. Ah, hier gibt es noch eine Höhle. Stimmt, die habe ich jetzt fast übersehen. Trank und Apfeltabak und eine Zange und Kohle und Trank und Laborwasserflasche und Pech. Cool, was denn für ein Trank? Ah, okay, ganz normal, Heiltrank. Okay, Dietrich rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Super. Kompositionsbogen, Gold und Pfeile. Scheint so ein kleines Jagdlager gewesen zu sein. Oh, Gold, 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 Gold. Ja, Kompositionsbogen, boah. Der ist ordentlich was wert, Leute. Jo, gut. Ich würde gerne mal gucken, was hier noch weiter gibt, aber ich möchte auch auf keine Gefahren. Speichern wir mal lieber. Nee, hier gibt's nichts mehr. Schade, ich hätte gedacht, hier gibt es noch ein paar Pflanzen oder so. Aber ich bin eigentlich ganz froh. Nee, darunter möchte ich nicht. Da geht es nämlich auch nirgends hin. Gut. Haben wir den Abschnitt auch hinter uns gebracht. Jo, gut. Dann gehe ich mal weiter Richtung Taverne. Und gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Wir müssten ja eigentlich auch bald ein Level up haben. Ja, 400 Erfahrung noch. Nur noch. Ja doch, nur noch. Ich meine, das sind jetzt nur noch so 2, 3 von diesen Varanen, theoretisch. Wo kommen wir denn hier raus? Mole Rat. Ah, stimmt, wir kommen hier von hinten rein. Hier ist noch eine Höhle, aber in die, ich glaube, da sind Skelette drin. Und die Skelette sind brutal. Zombies ist nicht das Problem. Die Zombies kriegen wir hin. Ja, beide wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Kommt ihr hier durch? Ja, Mole Rats, die sind noch okay. So. Gut. Vom Friedhof gibt es natürlich viel zu holen. Macht man natürlich normalerweise nicht. Pilze vom Friedhof aufsammeln. Mh, lecker. Was ich cool finde von den Entwicklern, ist, dass hier relativ viel dran steht. Ah, Seitwärtshiebe ziehen gut ab, aber das war auch natürlich mehr oder weniger ein Crit. Hier liegt Lothar von 721 bis 762. Hier liegt Midos 757 bis 759. Der ist aber nicht alt geworden. 2 Jahre, armer Kerl. Der ist auch nicht alt geworden, obwohl damals wurden die Leute auch nicht so viel älter. Also 41 glaube ich für das, in dem Alter, wo wir uns hier gerade so bewegen sollen, zumindest glaube ich relativ alt. Ja, auch knapp 39. Hier auch so 26. Der ist relativ jung. Der Arak Amashrok. Feuernessel.
Mart Mulgo, der ist relativ alt geworden, knapp 50. Die Zara ist auch 39 geworden. Wenn ich das so mich verrechne, ihr könnt es ja schreiben, wenn ich mich falsch verlese. Hier liegt irgendein unbekannter Ritter. Hier liegt Oscar Scorn, der ist 33 geworden. Helden... War das? Ah ne, das war Heilkraut. Ich dachte schon Heldenkraut, what the fuck. Das wäre neu, dass es das hier gibt. Hier liegt ein Unbekannter, hier liegt Sepp. Wie alt ist der geworden? 25 bis 73. Jo, na, 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 na. 25 plus 23, okay. Der ist 42 ist der geworden. Der Sepp ist knapp 48 geworden, müsste das sein, oder? Ja. Oder? Sekunde. Ich bin da echt nicht sicher. Doch, 48 genau, lag doch richtig. Victorus Stahl, cooler Name. Der ist relativ, ja, der ist nicht viel älter geworden. Der ist 16 geworden. Ja, 16, 14. Ist wahrscheinlich irgendwie einem Monster zum Opfer gefallen. Jo, hier haben wir auch unseren ersten... Hier kommen wir zu einem der Teleportersteine, müssen wir aber in die Taverne. Ich will hier speichern, weil ich glaube, ich weiß, was hier auf mich lauert. Goblin-Skelett. Drei Stück auf einmal. Haben wir irgendwas, was so richtig schön... Wir könnten hier ein Skelett beschwören. Probieren wir das mal. Yo, ich würde sagen, das Ding läuft. Hier brauchen wir auch gar nicht weitermachen. Also hier gibt es Zombies, aber ich glaube, die Zombies selbst sind okay. Vor allem mit dem Skelett hier, easy. Die halten viel aus, sind aber relativ langsam, so wie es eigentlich für Zombies gehört. Müssen wir nur auf Abstand halten. Easy. Aber da gibt es, glaube ich, nichts zu holen bei den Zombies. Ja, gut. Das war's mit dem Grab. Auf der anderen Seite, wenn die uns treffen, dann haben wir ein großes Problem. Schwarzes Erz. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das schwarze Erz ist. Hatte ich noch nie. Wenn wir hier weitergehen, brauchen wir das Skelett nicht. Weil das geht nämlich auf alles los, was sich uns nähert, auch auf Menschen, die uns friedlich gesehen sind. Und da wir uns in der Nähe von der Taverne hier aufhalten, würde ich es gerne lassen. Was haben wir hier? Schwertträger Asub Ukara. Der ist relativ alt geworden. Knapp 60, ja. Paar 50. Also es scheint ein Grab zu sein für irgendwelche Soldaten. Graf Latzer von Siegburg. Der ist auch, ja, 56 bis 212. Auch relativ alt geworden, müsste auch so paar 40 sein oder paar 50. Doch 56 ist relativ alt geworden. Graf Anib zu Waldfried, der ist sehr alt geworden, knapp 70, paar 70 müsste der sein. Ja, doch knapp 70, 80 rum. Freiherr Simbus von K. Alter Schwede, er ist 92 geworden. Nicht schlecht, Herr Specht. So, da haben wir sogar noch ein Level Up mitgenommen. Das ist schon mal supi-dupi. Haben die Höhle hier fertig gemacht, aber wir haben auch gut auf die Backen gekriegt, das muss man sagen. Ich würde aber allerdings jetzt hier mich nicht heilen oder so, sondern gucken, dass ich unbeschadet zur Taverne komme, weil ich glaube, da... Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber ich weiß auf jeden Fall... Na, bis die andere da ist. Hm.
Na, die Blutfliegen, ich glaube, weiß nicht, ob die sich festgebackt hat oder nicht. Aber die kriegen wir relativ leicht. Das freut mich. Ich glaube, die hat nämlich auch irgendwas mit dem Ring des Wassers zu tun. Und wenn wir durch den Ring von Laris zeigen, dass wir im Auftrag von denen unterwegs sind und vielleicht bei denen aufgenommen werden wollen, lässt ihr uns durch. Also da gibt er uns einfach so einen Schlüssel und wir können die ganzen Zimmer unbehelligt hier abräumen. Von daher ist das relativ easy und beim Schlafen heilen wir uns. Und eine Heilung für Low würde ich ganz ehrlich nicht ausschlagen. Ja, dann weiß ich auch auf jeden Fall... wie ich den Part nenne. Ja, dann würde ich nämlich auch den Part hier beenden, so wie er ist. Und ja, bis ich guck mal nach da, weil beim Speichern von Alt und F9 springt er nämlich automatisch so ein Stück nach vorne. Deswegen mache ich das nämlich immer so. Bis gleich. Ciao.